try this yourself. It's extremely dangerous. So hängt da gerade jetzt die ganze Zeit das Stativ. Naja, also ist ja total stabil hier, würde ich mal sagen. Ist ja wirklich stabiler, als ich dachte. Ja, ho 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 und Merry Christmas. Willkommen zu einem weiteren Vlog. Ja, das war jetzt meine etwas andere Einleitung. Also, ich weiß auch nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Weil ich das bei uns auch mal auf der Treppe dachte. Ja, kannst du auch mal filmen, wie der so singt, sag ich jetzt einfach mal. Und heute habe ich mir gedacht, fange ich wirklich schon mal an mit, Momento, diese Lichtern, aber... Denke ich, mache ich es noch nicht ganz fertig, weil das ist etwas umständlich, dauert etwas länger und dafür habe ich heute nicht ganz so die Zeit. Deswegen mal gucken, ob ich das gleich noch mache. Und deswegen würde ich sagen, wir sehen uns nachher wieder. Und oh, das ist sogar scheiße, wie ich diesen Schleifbock gerade halte. Also, man kann hier hinlegen. So scheiße, kann man hier gar nicht halten. Hältst du ihn so, aber da kannst du die Hände gar nicht dran halten. Irgendwie ein bisschen sehr scheiße, würde ich jetzt mal so ganz spontan sagen. So, los geht's, aber... Ich habe außer dieser Lampe hier, warte, so bin ich besser scharf, außer dieser Lampe hier auch noch eine andere Lampe hier in diesen Schrank reingebaut. Ich hatte das damals sogar aufgenommen, aber habe das dann einfach nicht auf YouTube hochgeladen, weil mir das Video einfach nachher nicht gefallen hat. Und deswegen habe ich das nicht gemacht, aber jetzt muss ich erstmal diese Lampe hier wieder rausholen, weil das andere will ich damit gleich zeigen. Die ist damit so mit so Klebepads festgeklebt. Scheiße. Alter, aber drei mal hier. Scheiße. Oh, das hat wieder richtig gut, was ich gemacht habe. Nein, jetzt geht es auch wieder da fest. Moment, so. Ich habe hier nämlich hier diese Klebepads, die hier sind, habe ich. Hä? Was? So, die Klebepads, die hier drauf sind, die sind, kleben wirklich richtig gut. Aber hier ist eigentlich so ein Klebverschluss, den man abmachen muss. Aber es ist eigentlich auch egal. Aber jetzt würde ich sagen, versuche jetzt hier erstmal diesen... Jetzt soll ich das hier so ranlassen? Ich könnte das aber hier dran lassen, oder? Wow, fuck, ich habe mich gerade an meinem mobilen Stativ meine Finger geschlagen, weil das Beste ist, ich habe ein richtig gutes mobiles Stativ. Warte, so. Kann ich einfach so hin und her schieben. Zack. Das sind wir wieder bei mir. Auf jeden Fall, das ist immer gut. Testen, wie das da hinten ist. Aber ich würde sagen, dafür mache ich erstmal hier den Klettverschluss hier ab. Und mache dann diese Dinger, ich klebe hier so zu sich selber, sodass die mich dabei nicht stören. Ich habe hier immer diese Klettverschlussdinger dran, aber das ist, würde ich sagen, auch nicht so schlimm. Hier diese Klettverschlussdinger. Finde ich nicht so schlimm, dass die da noch dran sind. Und hier ist halt eben dann noch gar nichts von beiden dran. Da ist noch so ein Stickerpad, aber das ist regular, finde ich, für diese, was das, was ich damit machen möchte. So, jetzt ist das beste Beispiel. Es ist einfach dunkel, so wie jetzt heute Abend schon. Okay, es ist noch die Abend, ist noch Nachmittag. Aber es ist trotzdem schon relativ dunkel. Und dann habe ich nur meine Zimmerleuchte dazu beleuchtet. Die habe ich jetzt auch gerade mal ausgemacht, dass man wirklich so komplett sieht. Und jetzt habe ich gedacht, ich lege diese Leuchten hier hinten auf den Tisch. Einmal eins, einmal zwei und strahle mich damit so an. Und das, man merkt schon wirklich, man sieht mich wieder. Es ist definitiv etwas besser. Und jetzt mache ich hier nochmal meine andere Schreibtischlampe nochmal an. Strahle die auch mal so zu mir. Habe ich quasi schon eine komplette Belichtung. Und dann mache ich nochmal meine Zimmerleuchte an. So, bin ich wieder komplett hell belichtet. Und manchmal kann man das halt einfach auch nur mit diesen kleinen Dingern hier machen. Die nehme ich einfach irgendwie so von hinten oder so mal anleuchte oder so. Das sieht das vielleicht auch mal ganz schön aus oder so. Und deswegen habe ich mir einfach mal da abgemacht, weil im nächsten Vlog mache ich das dann. Dafür habe ich heute nicht so viel Zeit. Dann habe ich hier so ein 6-Leuchten-Set, was ich dann auch noch mit so einer kleinen Fernsteuerung habe ich da 6 LED-Leuchten. Die ich dann quasi, das sind so 6 runde Dinger. Und da kann ich dann einfach hier so eine Wand machen. Dann habe ich hier zum Beispiel hier so die Steuerung kleben, drücke ich auf einen Knopf, habe direkt den gesamten Schrank beleuchtet. Das ist manchmal echt richtig nervig, wenn ich mal kein Licht angemacht habe, das Licht nur von dem Dachfenster, was ich da oben habe, kommt. Dann habe ich hier diese Tür und dann kann ich hier gar nicht sehen, weil das hier das gesamte Licht von dieser Tür, die abgefiltert wird. Und dann habe ich von innen halt eben nochmal das Licht. Das ist dann definitiv viel besser, finde ich. Aber diese Leuchten möchte ich eigentlich auch noch ganz gerne behalten. Und zwar halt eben hierfür, damit ich hier eine etwas schönere Belichtung habe. Und generell sieht er eigentlich gar nicht so scheiße aus. Ich habe jetzt überlegt, ob ich die erst so hier hinten dran mache. Ich glaube, dann bringen die nicht mehr so viel. Ich werde so auf das Ganze unordentlich einfach gar nicht mehr achten. Und zwar halt das gerade hier so legen. Ich mache mal gerade nochmal das andere Licht aus. So sah das dann aus. Jetzt habe ich aber gerade mal überlegt, ob ich die vielleicht auch so mache. Aber dann finde ich, sieht das einfach irgendwie nicht so gut aus. Dann bringt mir das Licht nicht so viel. Ich mache auch noch mal mein anderes Licht aus. Dann mache ich die hier wieder an.
Dann ist es immer noch richtig schön hell. Aber wenn ich die dann hier noch so nach hinten mache, denke ich mal, sieht es einfach viel dunkler. Das sehe ich jetzt ja auch hier schon so. Und das finde ich einfach, dann ist hier quasi nicht mehr der Sinn davon. Und deswegen benutze ich die jetzt immer so zur kleinen Belichtung. Boah, der Tee ist aber noch richtig heiß. Ich aber gerade noch einmal schnell umziehen, weil ich muss jetzt noch zum Lauftraining. Und deswegen muss ich mich dafür einmal kurz schnell umziehen. So, ich bin jetzt vom Lauftraining zurück und ich muss jetzt gleich noch ein Video hochladen. Das ist das erste Video mit dem neuen Intro. Ich hoffe, dass das relativ gut ankommt, aber... Also ich finde das neue Intro richtig cool. Aber mal gucken, wie das dann so wird. Auf jeden Fall gibt es jetzt noch bei uns Abendessen. So, ich habe jetzt gerade noch ein Video hochgeladen, aber was mich da irgendwie immer so ein bisschen stört... Auch generell, wenn das nicht mehr 360p hat, sondern irgendwie, keine Ahnung, 720p hat, so wie ich es rausgerendert habe, dann finde ich, sieht das einfach irgendwie richtig scheiße aus und alles richtig unscharf. Auch wenn ich mich jetzt hier im Bildschirm angucke, das sieht total scharf aus komplett. Aber irgendwie nachher sieht das alles irgendwie komplett unscharf aus und ich weiß nicht, was ich dagegen machen soll. Das finde ich ein bisschen scheiße. Weil so scheiße ist ja die Kamera nicht. Die hat immer ein paar Euro gekostet, ne? Ich habe die jetzt nicht einfach mit meiner Handykamera hier genommen, habe die hier so hingestellt... Habe ich dann damit einfach so gefilmt. Also eigentlich sollte sie schon etwas besser sein, die Qualität, aber irgendwie ist das momentan nicht so. Und ich würde das eigentlich gerne verbessern. Eigentlich kann es am Schnittprogramm auch nicht liegen, weil das ist auch nicht so schlecht. Ich weiß momentan noch nicht, was ihr dagegen machen soll. So, und jetzt würde ich sagen, das war's mit diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben, vergesst nicht auf den Abonnieren-Button zu klicken. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder.